Torhüter Kevin Trapp verlässt Paris Saint-Germain nach 3 Jahren und kehrt zu Eintracht Frankfurt in die Bundesliga zurück. Das bestätigten die Hessen am Freitagvormittag in einem YouTube-Video, das zunächst wieder gelöscht wurde. Erlebe die Bundesliga-Highlights auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratismonat. Ich hatte verschiedene Angebote, für mich war einfach klar, dass wenn ich die Möglichkeit habe, hier zurückzukommen, dass ich das unbedingt machen will. Es war viel Arbeit, harte Arbeit, sagte Trapp in dem entsprechenden Video. Zurück nach Frankfurt, Kevin Trapp bei PSG nur noch Nummer 3. Nach Angaben der Frankfurter Rundschau wird Trapp zunächst für 1 Jahr an die Eintracht ausgeliehen. Frankfurt hatte nach dem Abgang von Lukas Hiradecki im Sommer mit Frederic Renault eine neue Nummer 1 verpflichtet, der Däne muss sich nun aber wohl hinter Trapp anstellen. Der 28-jährige Deutsche war 2015 aus Frankfurt nach Paris gewechselt. Für PSG absolvierte Trapp insgesamt 91 Pflichtspiele, wäre nach der Verpflichtung von Gianluigi Buffon hinter dem Italiener und Alphonse Areola aber nur noch die Nummer 3 bei den Franzosen gewesen. Zuvor hatte der dreifache deutsche A-Nationalspieler 3 Jahre lang für die SGE gespielt, war 2012 aus Kaiserslautern gekommen. Bisher stehen 96 Pflichtspiele für Frankfurt in Trapps Vita. Mehr zu Kevin Trapp, Eintracht Frankfurt und PSG.